versuchen es mal mit einer Brechstange. Und schon ist die Tür offen. Wie gesagt, ich hatte das damals nicht und ich will hier definitiv nicht speichern, weil wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich, obwohl ich sollte nicht sterben, ich habe Krieger dabei, obwohl ich sie noch recht low level. Will ich mich jetzt hier groß umgucken oder einfach nur den Weg? Anscheinend hat dieser ganze Bereich früher mal als Lagerraum gedient. Und das wird ersichtlich aus was? Keine Ahnung. Aus der Tatsache, dass jetzt Dinge gelagert sind, so. Wann laufe ich denn? Hallo Kiste? Hallo? In dieser Truhe sind nur ein Haufen Dreck und Staub, noch ein paar Münzen zu entdecken. Und sogar eine Fackel. Brauche ich zwar momentan noch nicht, aber hey. So. Geht's denn da lang? Das ist ja voll das Labyrinth. Aber ich habe ein Brecheisen dabei. Warum kann ich nicht mit dem Brecheisen kämpfen? Das ist auch eine gute Frage, so. Und noch eine Kiste. Was ist denn da drin? Findest du diese Truhe ein paar alte Kleidungsstücke? Anderen Worten, da ist Schrott drin, so. Kleidung. Ich kann schon nichts mehr tragen mit ihm. Inventarplätze sind voll. So, gut. Wo muss ich jetzt lang? Dann da runter und dann rechts. Ja, rechts. In der Gasflasche gleich rechts. So, dann biegen wir mal zu früh ab und laufen den Gang entlang. Diese Treppe scheint zum Erdgeschoss der Villa zu führen. Hey, ich sollte da möglichst nicht nochmal... Okay, gut. Alles ist gut. Ich habe die Brechstange. Alles ist sehr gut. Ist es in der Villa hell? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, oh Gott, in der Villa waren Orks, ne? Von der einzigen Pracht dieser alten Villa ist nicht mehr viel geblieben. Teilweise ist das Dach eingestürzt und die Wände sind mit moosen Ranken bedeckt. Das sehe ich von hier drin. Wie? Moment, hier ist, glaube ich, der Ausgang. Ich speichere jetzt wieder. Ich habe ganz vergessen, dass ich einen Heiler dabei habe. Das ist schon schlimm, wenn man sowas vergisst, ne? Ich habe ja meine ganze Gruppe schon. So, Frage ist jetzt, sollte ich... Das funktioniert sogar, wow. Waffenmacht. Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch Gegner rumrennen. Oder waren die erst in einem anderen Erdgeschoss? Anderen Erdgeschoss, ja, ja. Nein. Die waren definitiv hier, hallo. Ich will doch nur mit euch reden. Ich bin nicht von den Zeugen Jehovas, ihr müsst mich nicht gleich töten. Oh du Scheiße, und ich habe keine Magie einsatzbereit. Oh, sehr gut, sehr gut. So wie sie das gehört. Nichts einsatzbereit haben. Ach, das sind Kobolde und keine Orks, okay. Das macht die Sache schon mal eine Nummer einfacher. Also wenn ich treffe und Schaden machen würde, würde das eine Nummer einfacher machen. Kobold trifft, die sind schneller als ich. Ich habe Schnelligkeit. Was habe ich? 59, 60? Können die schneller sein als ich? Ich kann Marathon mitlaufen und gewinnen. Zugegeben, das Kampfsystem ist ein bisschen langsam. Ich habe schon wieder Grafikglitches. Was ist denn das? Ich habe zum Glück Waffenmacht und Rüstungsmacht und es... Oh oh. Die mögen mich nicht. Was habe ich euch denn getan? Ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht von den Zeugen Jehovas bin. Ich brauche Magie. Ich hätte rausgehen sollen. Oh Gott, oh Gott. Ich sollte mich mal heilen. Wie sie alle nicht treffen. So, zauber mal eine Heilung 3 auf Anna. Anna steht links, ne? Oder steht Anna mittig? Das ist eine exzellente Frage. Nein, sie steht links. Okay. Ach, trefft halt mal. Die treffen nicht. Nein.
Mit einem Lebenspunkt. Naja, einer geht dir noch im Gegensatz zu 12. So, trifft nicht. Ich treffe auch. Niemand trifft hier. Ach komm schon. Oh, endlich ist einer tot. So. Töten wir mal den da drüben. Das kann nur um Stunden handeln, bis die tot sind. Später wird das besser, wenn man ganz oft Treff schlagen kann und so, aber am Anfang ist das tatsächlich etwas suboptimal gelöst, möchte ich mal sagen. Ach, ich krieg die, der kann ja auch zaubern. Hat er irgendwelche Zauber? Ich glaube nicht, ne? Wir könnten mal nachgucken. Ne, der hat keine Zauber, okay. Vielleicht soll ich ihm irgendwann mal welche beibringen, so ein Heilzauber, sowas wäre vielleicht nicht verkehrt. Trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Ich liebe diesen Satz. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich Amber Moon mal angespielt habe, dass es da ähnlich ist. Ja, 10, das ist schon mal eine Ansage. So, wir wollen mal nochmal einen Zauber rauswerfen und zwar auf ihn erstmal, weil er den niedrigsten Level hat. Der stirbt mir sonst so schnell weg, das ist nix. Jawohl, 9. 1. Diese scheiß Kobolde, der können doch nicht. Die halten ja mehr aus als die Orks. Okay, die Orks habe ich auch noch mit Magie behakt. Zugegeben, das ist vielleicht nicht ganz richtiger Vergleich so. Ich muss, glaube ich, nochmal zurück und meine Gruppe so ein bisschen. Und der Spruch gelingt. Hey, hey, fürchtet mich, ich bin geheilt. Oh, Moment. Was ist denn das für ein Grafikglitch? Das nervt. Ich muss noch mal gucken. Ich muss mal schauen, dass sie das wegbekommen. War der in der ersten Aufnahme auch? Ich glaube fast nicht. Kann mir sowieso keiner sagen, weil kein Schwein das Let's Play gucken wird. Ihr könnt mich nicht stoppen, solange mir die Heilmagie nicht ausgeht und die geben mir bald aus. Ich Grieber braucht dringend Level 2. Dringendst. Ja, komm, sag, dass er tot ist. Er ist noch nicht tot. Boah, na endlich. Kobold trifft nicht. Trifft, macht aber keinen Schaden. Das ist auch gut. So, du schlägst dann mal auf ihn ein und du bewegst dich auch mal nach da drüben und dann geht's einfach weiter, so wie bisher. Achso, der bewegt sich deswegen dieses Kreuz, wollte gerade sagen. 17 Lebenspunkte, hei, hei, jetzt geht's aber los hier. Du bewegst dich auch mal ein Stück nach rüben. Und jetzt haut die feige Sau ab, oder was? Und ich kann ihn nicht daran hindern, weil ich keine Zauber mehr habe. Ich kann ihm auch nicht hinterher, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil die alle eins zu weit hinten stehen. Das heißt, ich muss die jetzt vorbekommen und so. Offensive der Magier. Ne. Schafft die Flucht nicht. So. Okay, jetzt könnte ich, glaube ich. Nö, ich kann nicht vorgehen, okay. Toll. Hält 13 EP. So, gut. Wir wollen alles mitnehmen. Und den Schrott später verkaufen, weil Schrott. Ich könnte auch mal nach Ilien. Stimmt, ich habe Kohle, ich könnte nach Ilien, so. Und ich gehe jetzt hier, glaube ich, mal. Die mögen mich hier nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe schon gesagt, ich gehöre nicht zu den Zeugen Jehovas. Aber ich glaube, hier rennen auch noch irgendwo Orks rum. Da will ich, glaube ich, mal lieber weg. Habe ich schon genug Erfahrungspunkte für die Dingsbums? Nee, ne? Und jetzt wieder ins Loch fallen. Ja, keine Orks mehr. Nein, gut. Jetzt ganz schnell weg. So, wir wollen nochmal heilen, weil das. Das soll ich erst nach Crystal? Nee, ich gehe erst nach. Erst heilen, dann. Ja, ja, komm. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt schon genug habe, um nochmal aufzusteigen, aber wir können ja mal gucken. Gucken kostet ja nichts. Doch! Eintritt ab sofort 10 Goldmünzen. Moment, halt hebel ich ran. Die hat zum Glück rund um die Uhr geöffnet. 9. 144, ja, leck mich. So. Haben wir von dem anderen Typen überhaupt schon die Aufgabe erhalten?
Also von dem in Crystal, von dem Kneipenbesitzer. Ich bin gerade falsch abgebogen, oder? Nein, nicht. Ich bin mal wieder richtig, weil ich mich voll auskenne, so. Ich könnte natürlich auch Tränke nehmen oder rasten, aber... Dann müsste ich ja... Okay, dann würde ich, glaube ich, bloß diese Ration verbrauchen. Und Frage ist, will ich das jetzt schon? Wenn ich doch hier eine gratis Heilerquelle habe. Das ist übrigens nicht das einzige Spiel, wo ich riesige Umwege mache, um mich gratis zu heilen. Ich habe auch nie verstanden, warum man in Gorik 1 so viele Heiltränke bekommt. Man konnte sie doch einfach ins Bett legen. Das gleiche gilt für Gorik 2. Ich habe die immer nie benutzt, weil man muss ja auch sparen für bis später, wenn man sie nicht mehr braucht. Dann hatte ich irgendwie 50.000 Heiltränke und Mana-Tränke und habe davon dann im letzten Tempel irgendwie 3 verbraucht. Kann man jetzt über diskutieren, ob das so sinnvoll ist, was ich da spiele, aber hey. Ich spiele halt so und andere spielen anders. Und da sie anders spielen als ich, spielen sie automatisch schlechter als ich. Es gilt das alte Prinzip, jeder der besser ist als ich, ist ein Freak, der kein Real Life hat und jeder der schlechter als ich ist, der ist ein Noob. So, und ich hätte jetzt gerne mal Licht. Ich könnte natürlich Licht zaubern. Noch habe ich den Weg. Noch habe ich den Weg, der Weg hört mir nur leider auf. Gut, dann zaubern wir hier mal Licht. Licht. Und der Spruch misslingt. Licht. Yeah, und wir haben Licht. Ich kann Licht machen. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Wir wollen hier so leicht schrag. Ja, hier an dieser Wiese wollen wir und dann müsste irgendwo Wasser kommen. Oder ein Wald. Waldwasser, Wasserwald. Ein Wasserwald, ein Wald unter Wasser. So. Hier kommt, glaube ich, jetzt gleich Wasser und merkwürdige Pflanzen, die aussehen, als hätten sie ein Auge im Gesicht. Auge im Gesicht. Oh, ich bin zu weit rechts. Nein, man ist niemals zu weit rechts. Hey, mein Boot. Richtig, was habe ich ja hier geparkt? Und die chillige Musik, ich weiß auch nicht warum, aber... Ich mag sie so. Er kriegt natürlich wieder Schaden, weil ich da vom Boot runterlaufe. Ja, Crystal Meth und so, ne? So, jetzt muss ich erstmal zur Gilde der Paladin. Ja, die Städte sind zum Glück überhaupt nicht umständlich aufgebaut. Nein, nein. Ich mag die Musik total sehr in dem Spiel gern und so. So, dann könnten wir jetzt mal mit seinem Bruder reden. Der hat doch irgendein Problem. Nein, oder war das schon der Typ mit der Blume? Ich weiß es nicht. Ich habe seinen Namen aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wer es ist. Sucht vielleicht mal einen Mann, den Wirt, ja. So, hallo. Hallo, Küche. Wir klauen euer Essen. Tschüss. Bist du Olvin? Nein, du bist Orland, okay. Hallo. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Was muss ich denn hier jetzt sagen? Marillion, Legenden, Landonis, Koch, Krieger, Knochen. Hätte ich mir da was aufschreiben sollen? Vielleicht. Okay. Moment, habe ich jetzt auf Aufgabe geklickt? Verdammt. Wie hieß sein Bruder? Ich habe deinen Namen nicht aufgeschrieben. Sehr gut. Hallo, Kasimir, Knochen, Krieger, Dünnis. Versuchen wir es einfach mal mit Bruder, vielleicht bringt das was. Nein. Also entweder hat der nichts für mich oder... Ich brauche seinen Namen, toll, den habe ich jetzt natürlich nicht, oder ich mache irgendwas komplett falsch. Nein, das war nicht der Typ mit der Rose, okay. Was sehe ich da vielleicht irgendwas? Kasimir, nee, Gwendolin, Gilde, Geheimnis, Felix, Blume, Bilder, Scheiße. Ich habe doch was vergessen, verdammt. Natürlich der einzige Questgeber, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe. Fick dich. Ach komm schon, Spiel.
Es hasst mich mal wieder. Na gut, laufen wieder zurück. Oder nein, warte mal. Wir lassen jetzt erstmal den anderen Typen aufsteigen. Dafür sollte ich genug Erfahrungspunkte haben. Hoffe ich. Miau. Miau. Ich habe die Musik auch an, irgendwann mal hochgeladen vor ein paar Jahren. Allerdings nur in minderer Qualität. So bin ich hier richtig. Ich bin hier richtig, na Gott sei Dank. Glücklicherweise bin ich hier völlig richtig. Gut. Ich könnte noch einen Abstecher nach Ilien machen. Da muss ich zwar momentan nicht hin, aber ich hätte dazu Bock. So, ich muss glaube ich hier rein. Herzlich willkommen in der Gilde. Ich brauche noch 29 Erfahrungspunkte. Ach, leck mich, Spiel. Das heißt, ich bin jetzt hier völlig sinnfrei hingelaufen. Ich könnte natürlich wieder laden, aber nö. Wo habe ich denn jetzt gespeichert? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, Dreck. Ich habe mich jetzt verlaufen, oder? Nö, passt noch. Okay, dann machen wir jetzt einen Abstecher nach Ilien, dann zurück nach Twin Lake und dann wieder hierher, weil jetzt bin ich falsch. Hier muss ich lang, glaube ich. Ja, hier muss ich. Nein! Was laufe ich denn da für Mist zusammen? So, miau, miau. Wird langsam blöde hier, glaube ich. War doch was? Ach, ich bin... Ah, jetzt sehe ich meinen Fehler. Ja. Also doch hier lang, aber dann da so lang. Okay. Und dann nichts wie raus aus dieser Stadt. Voll scheiße, ey. Voll kleines Ding. Es ist natürlich wieder Nacht. Ich habe Talente für nachts durch die Gegend zu laufen. Aber aufpassen, ich glaube, da waren auch Gegner um Ilien rum. Mach mal hier Licht. Licht. Licht 2. Mach mal Licht 2. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, jetzt darf ich schreien. So, wir wollen. Ich glaube, wir machen einfach gerade nach links, bis ich auf dem Meer treffe. Ich habe Gras. Grasiges Gras, so. Wir haben ein bisschen Diskettenarbeit, laufen so leicht schräg und laufen wieder gerade. Gerade, bis ich ans Meer komme. Wenn ich irgendwann mal ans Meer komme. Ich komme doch mal irgendwann ans Meer, oder? Wald? Ilien, ich habe Ilien gefunden. Sehr gut, sehr gut. Das Problem ist, theoretisch müsste ich jetzt jedem von dem die Sprache beibringen, die ich hier lernen kann, damit ich die Quests auch mit jedem abgeben kann. Wobei die Krieger brauchen das nicht unbedingt, ich auf jeden Fall. Das heißt, ich brauche 4000 Gold. Ja, eine weniger steinige Stadt. Ilien mit live lustigen Schornsteinen, die dampfen. Und recht wenig Leuten, die hier leben. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Gasthof von Ilien. Jawohl, hallo. Da gehen wir doch gleich mal rein. Gasthöfe sind immer toll. Als ihr Gasthof betretet, gelangt ihr in einen langen, holzgetäfelten Gang. Ihr hört leise Musik durch die Tür südlich von euch dringt. Das ist doch keine Tür, das ist eine Treppe. Das ist ein Zelt, das spielt denn da schon wieder. Oh. Hallo. Lass mich raten, da komme ich zum Händler. Leck mich. Ich bin noch nicht dein... Was ist hier noch so? Jung, um 10 Uhr schläfst du. Scheiß Studenten, ey, steh auf. Schläft ihr noch länger als ich? Na endlich. So, hallo. Ich verstehe dich, oder? Ich muss erst die Sprache lernen, natürlich.
Als er durch die Tür kommt, wird die Musik lauter, die ist seltsam. Seltsam ist, dass niemand an der Schankstube ein Instrument spielt. Musik scheint mitten in der Luft zu entstehen. In der Nische zu euren Rechten seht ihr einen jungen Mann, der neben dem Kamin sitzt und ein halbleeres Weinglas starrt. Ja, ein rechter Mann. Den verstehe ich auch nicht, oder? Doch, der ist menschlich. Kelvin. Kelvin, hallo. Hallo, Kelvin. Hallo, ich bin Kelvin. Setzt euch zu mir und trinkt mit mir. Ja, aber hallo. Ist das alles, was du mir sagen willst? Das ist scheinbar alles. Aufgabe? Nö. Mal Wegbeschreibung. Nein, dann verwechsel ich den gerade. Okay. Ja, hallo, habe ich schon gesagt. Trieb mit mir, ja. Wo denn? Heiltränke kochen? Ich kann mich.